Willkommen zurück bei Thief. Wir befinden uns hier noch in der alten Kapelle. Da hinten sitzt die Königin der Bettler, von der wir Fokuspunkte erhalten können. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zur Gießerei. Was uns da wohl erwartet, liebe Freunde? Ich habe keinen blassen Schimmer, aber hier müssen wir lang. Dies ist unser Weg. Staub zu Staub, Kapitel 2. Möchtest du dieses Kapitel beginnen? Oh ja, das möchte ich, in der Tat. Meine Herren, wir haben den ganzen Tag Leichen geschleppt. Wir würden gern fertig werden. Hast du diese faule Kanalratte gehört? Seid froh, dass ihr den Karren zieht und nicht selbst drauf liegt. Von Karren habe ich genug. Ich finde einen anderen Weg. Und dann verschaffe dir Zutritt zur Gießerei. Ja. Und dann wollen wir nochmal gucken, welchen Weg wir jetzt hier finden. Jetzt nicht weiter runter, oder? Vielleicht gehe ich nach der Schicht zu den Docks. Hä, wie komme ich hier runter? Okay, mysteriös. Oh, das hat mir ordentlich Leben abgezogen. Da heile ich mich doch gleich mal. So. Seit ich die Uniform trage, sehen die Ladies mich öfter an. Wo komme ich denn jetzt hier weiter? Ist das echt nur diese Leiter? Hm, mal gucken. So müde. Ich glaube, das ist echt nur diese Leiter. Und wenn ich da jetzt runterspringe, ob ich dann wieder hochkomme, das ist auch wieder die Frage, ne? Jawohl, doch, da komme ich wieder hoch, denn... Das hat mir keine Leben abgezogen, zum Glück. Ich muss sagen, liebe Leute, ich fühle mich hier unten echt nicht so wohl, um ehrlich zu sein. Oh, da hinten laufen die Ratten. Ob der Baron wirklich aussieht wie auf seinen Porträts? Schraubenschlüssel benötigt. Ah, wir haben keinen Schraubenschlüssel. Verdammte Kiste. Vergiss die Schwermut. Wenn ich das Mist, warum haben wir keinen Schraubenschlüssel? Egal. Dann müssen wir diese Leiter hochklettern. Hoffe nicht, dass uns irgendeiner der Soldaten sieht. Das nennen die Arbeit? Sieh zu, dass der Köter nicht kläfft und weckt mich nach der Schicht, verstanden? Wie kannst du so, an so einem Ort schlafen? Und der General ist auch hier. Knirscht mit den Zähnen und seinem verdammten Bein. Sieh zu und lerne. Mann, ich will die scheiß Flasche. Wie bewegen die sich jetzt? Der geht wieder zurück. Der steht da einfach nur und der schläft da jetzt, glaube ich. Jahren kann ich es zum Hauptmann bringen. Du hast mich nicht gesehen. Nein! Was tue ich? Ich Wahnsinniger.
gewesen sein. Mein Gott, ist das ein Hund? Ist da jemand? Da war sicher nichts. Hier ist irgendwo ein Hund, scheiße. Alles ruhig, alles in Ordnung. Kommt schon. Bleib wachsam. Sollen wir an diesem Typen vorbeikommen? Der hier scheint ja ruhig und selig zu schlafen. Ist irgendwo ein Hund. Ich schätze, der Hund ist aufmerksamer als sein Herrchen. Verdammt nochmal, das gefällt mir nicht. Oh man, Leute. Ich fühle mich nicht besonders. Mein Gott, komm nicht näher. Lass mich in Ruhe. Ich muss warten, bis er wieder hier steht. Damit ich das Schloss dann ganz in Ruhe knacken kann. Oh mein Gott. Ich fühle mich nicht besonders. Mein Gott! Ich bin neuerdings so. Fuck! Ich glaube, ich habe jemanden gesehen. Shit! Okay. Nein, wir sind tot. Scheiße. Oh, Kämpfen ist hier echt für den Arsch, liebe Leute. Muss ich jetzt einfach mal so gesagt haben. Von Karren habe ich genug. Ich finde einen anderen. Okay, dann müssen wir jetzt hier irgendeinen anderen Weg raussuchen. Ich verstehe nicht, warum ich hier nicht runterspringen kann. Warum sind diese Stiefel so? Kann ich hier vielleicht irgendwie hochgehen? Nein, kann ich natürlich nicht. Das ist ein Schmarrn. So. Dann wären wir wieder hier gelandet. Der einzige, der hier arbeitet, ist der Ofen. Krall ich mir nochmal das Ding. Kann ich mal sagen, wieder rauf da. Ach, wartet mal, da oben. Das nennen die Arbeit? Sieh zu, dass der Köter nicht kläfft und weckt mich nach der Schicht, verstanden? Wie kannst du an so einem Ort schlafen? Und der General ist auch hier. Knirsch mit den Zähnen und seinem verdammten Bein. Sieh zu und lerne. Anscheinend kann ich da doch keinen Seilfall dran schießen. Oh, das heißt voll gewastet. Oh, so eine Scheiße. Bei allen toten Göttern. Ah. Konzentrier dich, Mann. Ich bin froh, wenn das alles vorbei ist.
Okay. Jetzt geht der Typ wieder dahin. Und dann sollte er auch gleich wieder hierher zurückkommen. Mein Nacken schmerzt. Na komm schon, Bub. Sei ein braver Wachmann. Oh Mann. Was ist mit den Eintopfküchen passiert? Wenn er jetzt hier steht, werde ich ihn umhauen. Warum? Ja, Mann. Warum kann ich ihn nicht K.O. schlagen? Boah, kämpfen ist hier so unmöglich, Mann. Nein, ich hatte es doch schon fast. Verdammte Scheiße. Oh Mann, das gibt's doch gar nicht. Warum konnte ich den Typen eben nicht K.O. schlagen, als ich von hinter ihm war? Ich genug. Ich finde einen so ein Scheiß. Super, ich hab fast keine Medikits mehr. Ach nee, das wird ja gar nicht abgezogen. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Was kommt als nächstes? Soll ich einfach mal versuchen, die Wachen systematisch auszuschalten? So, die eine Wache wäre K.O. Hier sind nur noch die anderen beiden da. Das nennen die Arbeit? Und die kümmere ich mich gleich. Kläfft und weckt mich nach der Schicht, verstanden? Wie kannst du an so einem Ort schlafen? Und der General ist auch hier. Knirscht mit den Zähnen und seinem verdammten Bein. Sieh zu und lerne. Los, macht schon. Bewegt eure Ärsche. Scheiße. Schmiere klebt überall. Ich schätze, der Hund ist aufmerksamer als sein Herrchen. Ja, das glaube ich allerdings auch. Die Nacht dauert ewig. Lebendig vermutlich ähnlich. Oh. Ich glaube, ich habe jemanden gesehen. Nein. Ist da jemand? Komm raus, damit ich dich sehen kann.
Ich muss mich geirrt haben. Geträumt. Was kann das gewesen sein? Wer war das? Da war sicher. Ich bin von der Wache des Barons. Ist da jemand? Was war das? Komm schon. Tja, nicht jedes Geräusch bedeutet Ärger. Oh, wir haben es geschafft. Super. Endlich. Endlich haben wir es geschafft, Leute. Oh, hätten wir einen Schraubenschlüssel, hätten wir einfach unten durchgehen können. Das hätte uns sehr viel Zeit erspart, aber... Naja, wir haben ja blöderweise keinen. What the fuck? Aaron. Bin ich krank? Was ist das für ein Ding? Mohn. Drücke G, um Mohn zu konsumieren und einen Teil deiner Fokusenergie zu regenerieren. Okay. Und dann würde ich mal sagen, klettern wir doch gleich mal da hoch. Mein Gott, Third-Person-Ansicht. Oh. Noch eine Lieferung für den Schrottplatz. Das war ziemlich laut. Der General will, dass wir alles vor der letzten Glocke durchsehen. Sieh dir das an. Ein Adeliger zwischen dem Abschaum. Was der wohl dabei hat. Nicht hier draußen, Spatzenhirn. Wir haben ihn ganz vorsichtig gefahren. Ihr behandelt so, ihn doch rein da. So, Freunde, wir sind jetzt hier im Lüftungsschacht. Und ich würde sagen, wir machen jetzt hier beim nächsten Mal weiter, auch wenn das jetzt eben in dieser Folge hier ein bisschen ins Stocken kam, weil ich das ja nicht da gleich von Anfang an geschafft habe. Wayne, ich mache hier einen Break. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Bis dahin, Freunde. Ciao.